Was hat denn eigentlich für eine coole Dingens, dass es so leuchtet? Sieht cool aus. Hätte ich auch gerne. Das Angebot des Baden euch zu führen. Komm, das nehmen wir mal an in der Dunkelheit. Oh, schön euch wiederzusehen. Vielleicht kann ich euch noch ein Stück begleiten. Ihr seid so inspirierend. Findet den Abt in Oakfield. Ich wollte jetzt eigentlich... Hallo, meine Schöne. Wenn sich nicht bald was ändert, informiere ich die Wachtelgilde. Wisst ihr, was wirklich süß wäre? Ich bin es leid, ein hübsches Betrunkene Geschenk zu vermöbeln. Ich meine ja... Ja, er schenkt ja selber was. Dann weißt du, wie viel, wo es herkommt. So. Er hat hier die kräftigsten Stimmbänder. Er sagt den Leuten nicht nur, wenn Schlafenszeit ist, sondern verkauft auch Titel. Sucht ihn auf, falls ihr euren Namen ändern wollt. Das mache ich. Also, der Held schafft sich einen neuen Titel. Ach, Poki. Auf dem man schöne Reime machen kann. Ja, Poki. Danke, Poki. Dazu ging er zum Ausrufer, doch im Angebot war nur Paarhufer. Oh mein Gott. So, Immobilie untersuchen. 19.000, Hort der Schönheitspflege. Das ist alles noch zu teuer für uns. Ich möchte aber irgendwann die ganze Stadt aufgekauft haben übrigens. Das möchte ich genauso haben. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt mal den Questpfad wieder einstellen kann. Quests, Karten. Dann schaue ich mal ganz kurz, die Reise beginnt. Astlochinsel machen wir später. Zack, Pfad wählen und reisen. Ich hoffe, der Pfad ist jetzt eingestellt. Jo, das sieht gut aus. Ist das ein Friedhof? Nee, ist einfach nur ein Brunnen. Schön. Bricht schon wieder der Morgen an? Echt so schnell? Die alte lassen wir natürlich links liegen. Willst du gelten, mach dich selten. Weißt ja, wie es ist. So, und jetzt laufen wir hier einfach mal die Straße entlang. Altstadtstraße, Bauerstown Altstadt, 2 Kilometer. Jetzt kommen wir also in die Bauerstown Altstadt. Ich bin mal sehr gespannt und vor allen Dingen bin ich auch gespannt auf Oakvale. Ich frage mich, ob sich da überhaupt irgendwas, ob man da überhaupt irgendwas wiedererkennt und vor allen Dingen, ob wir das Haus unseres Vaters sehen werden. Des Helden aus Fable 1. Zumindest glaube ich, dass es unser Vater ist. Schauen wir mal. So, anhand des Gebietebereichs pipapo. Oh, hallo! Ihr seid es! Ihr habt euch verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Aber ich erkenne den Ausdruck in euren Augen. Güte, Anstand und Respekt vor dem Gesetz. Ach, du bist das! Mit den Fahndungsplakaten konnte ich die Bande von Rufus dem Rufnamen zerschlagen und Lord Lucien ernannte mich zum Sheriff. Dann verschwand er. Aber die Verbrechensrate ist niedrig und die Stadterneuerung hat diesen Bezirk in den beliebtesten von ganz Bauerstone verwandelt. Fantastisch, oder? Als gutem Freund des Sheriffs werden euch die Ladenbesitzer hier Rabatt auf alle Waren und Dienste gewähren. Der Rabatt gilt auch für eure Schwester, wenn sie in der Stadt ist. Ich will euch nicht aufhalten. Passt auf euch auf. Tja, vielen Dank, aber wir werden uns wahrscheinlich nie irgendetwas hier leisten können. Grabungsort. Grabungsort, Grabungsort, Grabungsort. Ach ja, Schaufel. Unter dem Hund graben wir einfach mal die Erde weg. Mal gucken, was wir finden. So ein guter Hund. Oh, 200 Goldstücke. Oh, guter Hund. Guter Hund, guter Hund. Hast du gut gemacht. 200 Gold. Mama, mein Essen starrt mich an. Hat man gerade im Hintergrund gehört. Immobilie, wir kosten hier ein Wohnhaus. 4.600. Die Fäuste. Ist ein Heim. Kaufen und einziehen, kaufen und vermieten. Wir haben eh nicht genug Geld. So, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sparen, um uns hier was leisten zu können. Ein Huhn hat einen Jungen gefressen? Was? Auf jeden Fall werden wir uns später jede Menge... Ja, dein Essen starte ich an, das wissen wir doch. Das letzte Mal.
Boah, ist aber schön hier, ne? Ist echt schön. Grabungsort. Juhu. Wo denn? So, dann graben wir mal. Unter dem Hund natürlich wieder. Und bei den Bienen ist natürlich auch nicht ungefährlich. Yeah, super. Auf dem Rucksack hinten die 1 drauf. Und Roses Tagebuch haben wir gerade gefunden. Der letzte Eintrag, geschrieben über der groben Zeichnung eines Schlosses, lautet: Heute Morgen habe ich ein Stück Holzkohle gefunden, also kann ich endlich wieder schreiben. Ich habe die Geschichte über das Kriegermädchen, das gegen Schneemonster kämpft, noch immer nicht fertig geschrieben. Spatz hört sie so gern, er schläft dabei sofort ein. Es ist nicht leicht für mich. Es wird immer kälter und wir haben kein richtiges Dach über den Kopf. Wir werden erfrieren, wenn wir nichts Besseres finden. Die Familie, die uns letzten Winter ihren Wohnwagen überlassen hat, ist dieses Jahr nicht zurückgekommen. Es war so schön, als sich jemand um uns gekümmert hat. Wenn wir nur einen Geheimgang ins Schloss finden könnten. Wir sind zu klein, niemand würde uns bemerken. Wir wären wie Geister oder Mäuse, versteckt in den Mauern. Wir würden herausschleichen, wenn alle schlafen und die Speisekammer plündern. Sie haben bestimmt so viel Essen, dass es nicht einmal auffallen würde. Ach, Tagträume bringen nichts. Denk nach, Rose. Schließlich bist du die große Schwester. Ich habe es zuerst nicht bemerkt, aber das ist das Tagebuch unserer toten Schwester, was wir gerade gefunden haben. Und ich glaube, das hier... Ich glaube, das hier ist auch die Ecke, wo wir vor 10 Jahren gehaust haben im Winter. Dort, wo wir die letzte Nacht verbracht haben, mit Aussicht auf das Schloss. Hier hinten eingepfercht und instinktiv wieder dorthin gelaufen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ist hier irgendwas? Das sieht immer so nach Geheimgang aus oder so. So. Wir müssen natürlich nach Oakvale. Was macht der denn da? Huch. Der klaut aber nichts, der Junge hier, ne? So, wir folgen einfach mal der Spur. Wir müssen nach Oakvale. Wir haben gar keine Zeit, hier so lange rumzulaufen. Ich hoffe, die Kleinen klauen nix. Man weiß es nie so genau. Und eines Tages wird das alles hier uns gehören. Tränkehändler? Waffenhändler? Ein Für euch mache ich einen Sonderpreis. Ja, das glaube ich keine Sekunde. Ich bräuchte einen... Ein Eisenkatana wäre gar nicht schlecht. 557 kostet das, Basiswert 1100. Das ist teuer, aber gut. Ja, das meine ich ja wohl. Schade, dass man es nicht direkt vergleichen kann. Kann man? Kann man nicht. Schneidend und schnell. Keines der feineren Schwerter, die aus dem östlichen Samarkand stammen. Wahrscheinlich ist dies der Versuch eines Schmieds in Albion, den feinen Stahl zu imitieren. Oh, na gut. Eisenkatana Stufe 2, aber... Den ich nicht führe, taugt auch nicht. Aber besser als unser rostiges Schwert. Assassin's Creed oder was? Zu den sprechenden Felsen Brightwood? Etwas schüchtern zumindest. Der sprechende Felsen ist etwas schüchtern. Komm, wir folgen einfach mal. Die Stadt können wir immer noch erkunden. Wir folgen einfach mal... Rookridge Straße ist jetzt auf eurer Karte. Wir folgen einfach mal dem Pfad in Richtung Oakvale. Und ich bin sehr gespannt, wie das inzwischen aussieht. Grabungsort! So ein braves Hundi. Komm! Ich steck dir die Schaufel in den Hintern und dann finden wir bestimmt was. Yeah! Mit der 1 auf dem Turnister hinten. Wie ein Grundschüler. Trottel... Was? Trottelkönnenstrank? Sich die Schnürsenkel zu binden, erfordert mehr Geschicklichkeit, als sie dieser magere Erfahrungstrank enthält. Ach, das lohnt sich ja richtig. Hast du trotzdem super gemacht. Schade, wollte ich gerade belohnen. Komm. Ich belohne dich trotzdem. Bist ein Guter. Und einen Ball werfe ich auch, wenn es geht. So, Ball. Komm, hol Balli. Ah, es war nicht allzu weit, aber naja. So, Dankeschön und jetzt ziehen wir mal weiter. Ein Silberschlüssel haben wir. Wie viel braucht diese hier? 5. Wir haben, glaube ich, nur eine. Rookridge, 85 Kilometer. Und wir reisen einfach mal zu Fuß nach Oakvale, beziehungsweise in Richtung Rookridge. Ich weiß gar nicht, was das ist überhaupt.
Um mit den Worten eines Mönches vom Tempel des Lichts zu sprechen, die milde Gabe ist der Weg der Rechtschaffenen. Also benutzt das Ausdrucksmittel Schenken, um euch Tugendpunkte zu verdienen. Ach, dem Bettler kann man spenden, wenn wir Schenken benutzen. Und in Rookridge scheint es zu regnen. Und es ist düster. Banditen! Banditen! Dort! Silberschlüssel sind in ganz Albion versteckt und offenbar auch Banditen, wie es aussieht. Ah, oh, hallo. Das ist nicht, wonach es aussieht. Daran wage ich ja erstmal zu zweifeln. Oh, hier ist ein Schatz. 50 Goldstücke. Nein, die nehme ich gerne. Wonach sieht's denn aus? Was habt ihr da? Oh, das ist echt hübsch. Sie würden wollen, dass ihr es nehmt. Wenn man es genau nimmt, tun wir ihnen einen Gefallen. Und warum genau? Milchschokolade, die nehme ich natürlich mit. Ich hoffe, das gibt es keine schlechten Karma-Punkte, aber ich kann noch nichts davon erkennen. Die Frage ist, ob er jetzt natürlich der Bandit ist oder nicht. Eruditen-Apfelkuchen nehme ich natürlich auch mit. Ist er jetzt der Bandit? Ich meine, da sind Leichen. Aber der tut uns ja nichts. Der müsste uns doch niederstechen oder niederschlachten oder irgendwas. Ich habe keine Beweise dafür, dass er der Bandit ist. Ich kann den nicht umbringen. So viel Selbstgerechtigkeit darf man hier nicht einsetzen als wahrer Held Albions. Warte. Banditen. Sie sind in der Überzahl. Natürlich. Warum erledigst du sie nicht mit deiner Armbrust? Weil... Denk mal. Du kannst deine Erfahrung im Kern umsetzen, um besser zu schießen. Okay, ja, vielleicht gehe ich erstmal... Alter. Die kommen auch nicht hinterher, ne? Okay. Meine Erfahrung im Können umsetzen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, was wir an Erfahrung haben. Fertigkeiten. Fertigkeiten, wie das duftet. Lecker, frecker, schmeckt, können. Technik. Technikaktionen. Sie schalten besondere Fertigkeiten für Fernwaffen und andere wichtige Fertigkeiten frei. Technik 1 ist Abrollen zum Ausweichen. Präzision. Schaden mal 1,25. Mit zunehmender Präzision. Oh, Schnelligkeit ist auch geil. Je höher deine Geschwindigkeit. Komm. Präzision nehmen wir mal. Stufe 2 kostet 6000 Erfahrung, die haben wir nicht. Dafür aber auch die Schnelligkeit. Dann können wir mit dem Schwert schneller zustoßen. Je höher deine Geschwindigkeit, umso schneller kannst du deine Feinde angreifen. Dann machen wir die nochmal. Und Technikaktion 300, dann machen wir das Abrollen auch mal. Und das zweite ist der gezielte Fernangriff. Mist. Den können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Zu mir, meine Kügelchen! So, Schnelligkeit ist auf jeden Fall super. Komm zu mir, meine Kügelchen! Kommt, 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 kommt! Das geht jetzt relativ flott von der Hand, muss ich mal sagen. Na, was willst du denn, Freund? Zeitlupen-Action! So, tot, weiter. Wir gucken natürlich erstmal da hinten nach, ne? Also, da waren ja auch Banditen. Wir wollen ja hier nichts auslassen. Immerhin gibt es ein paar Erfahrungspunkte abzusensen. Und da sagt man natürlich nicht nein. Dass man Leichen nicht looten kann. Hey, hast du einen Schatz gefunden? Du bist ein Guter. Ich würde dich gern loben, wenn mich das Steuerkreuz lassen würde. Braver Hund. So, jetzt den Schatz holen. Was haben wir denn da drinnen?
Standard-Gesundheitstrank, ich freue mich. Meine Freude ist grenzenlos und hier konnte man, glaube ich, irgendwo noch so ein... Hier war das, ne? Das Tor, kriegt man das irgendwie kaputt? Alle Wege nach Bowerstown werden von Banditen blockiert. Jemand in Oakfield kann euch genau erklären, wie ihr sie beseitigen könnt. Okay, da kommen wir momentan noch nicht lang. Das heißt, wir flitzen erstmal in Richtung Oakvale. Steht da hinten jemand oder ist das eine Statue? Ach, ist eine Statue, glaube ich. Ein Silberschlüssel. Guter Junge, guter Junge. Hast du gut gemacht. Hast einen Schatz gefunden, ne? Du bist ein Braver. Ja, du bist ein Braver. So. Den Schatz nehmen wir natürlich mit. Den Silberschlüssel. Ich nenne ihn Florian. Florian Silberschlüssel. Und jetzt folgen wir weiter dem Pfad. Der Hund erahnt weitere Banditen. Aua! Ach, der ist schon tot. Ach, der ist doch nicht tot. Jetzt ist er tot. War's das? Ich glaube, hier kommen wir relativ easy durch inzwischen, ne? Also zumindest hier soweit. So, dann laufe ich mal wieder ein bisschen. Es fehlt echt wieder ein Helden, ne? So, echte Helden. Brandschatzen und plündern. Komm, Hundi, hast du gut gemacht. Kriegst noch einen Nieren. Braves Hundi. Hast du wieder Schatz gefunden? Hast du wieder Schatz gefunden? Super Hundi, guti Hundi. Und natürlich... Dann schauen wir mal. Mit dem epischen Sonnenuntergang finden wir den epischen Schatz aller Zeit. Und es handelt sich um... Die Hunde des Krieges, Buch 1. Großartig. Verfasst von einem Mitglied des Kanitenstamms, den Ureinwohnern des nördlichen Samarkand, die für den Einsatz von Hunden im Krieg bekannt waren. Mit diesem Buch bringt ihr eurem Hund Kampfeskünste bei, wodurch er mehr Schaden bewirken kann. Hm. Hey, ich hab ein Buch. Guck mal hier. Euer Hund ist jetzt ein Zwei-Sterne-Kämpfer. Gut, dass der Hund lesen kann, sonst wären wir aufgeschmissen. Was ist das überhaupt für ein blauer Trank, den wir die ganze Zeit... Denk an deine Armbrust. Das wird sie überraschen. Hast du recht, ich habe die noch gar nicht gesehen von hier aus. Lebt er noch oder zuckt er gleich wieder? Nee, der ist hinfort. Gut. Grabungsort. Oh, so ein guter Hund. Und ein Schatz. So, erstmal Hundi belohnen. Ich wollte das nicht trinken, ich wollte Hundi belohnen. Hast du gut gemacht. Hast du ganz fein gemacht, hm? So, dann grabe ich mal unter dir. Mal gucken, was wir da finden. Die Erdbröckchen sehen aus wie Hundekacke, die beiseite fliegt, aber das macht gar nichts. Yeah, mit der 1 auf dem Tornister, was finden wir denn da? 100 Goldstücke und da noch ein Schatz. So. Und da hinten ist, glaube ich, noch so eine sprechende Mauer. Nee, sieht nur so aus. Habe ich mich geirrt. Hundetricks, das Pfotenversteck. Tierfreundin, Hundetrainerin und Zirkusbesitzerin Rufina Musket gibt in dieser Buchreihe ihre Kenntnisse pipapo. Mit diesem Buch bringt ihr eurem Hund bei, seine Schnauze mit den Pfoten zu verdecken. Wenn euer Hund den Trick vorführen soll, müsst ihr rülpsen oder pupsen. Also alles wie immer. Hier. Euer Hund beherrscht jetzt das Pfotenversteck. Ich möchte jetzt aber gar nicht, möchte ich eigentlich gerade nicht so... Und die Brücke ist weg, natürlich.
Sieh an! Noch ein Reisender! Ihr wollt nach Oakfield? Dann müsst ihr wohl schwimmen! Ja, springen! Springen! Tauchen! Was? Sorry! Ihr müsst immer aus der Reihe tanzen! Diesmal haben die Banditen recht. Der Weg nach vorne führt nach unten. Ja, gut. Drückt L in Richtung eines Vorsprungs, um zu schauen. Hey, was ist denn los? Habt ihr Höhenangst? Patsch! War nur 30 Zentimeter tief. Dann schwimme ich eben. Ach, was eine Folge. Nicht nur haben wir Roses letztes Tagebuch in der Erde gefunden. Nein, ab heute geht's dann quasi auch richtig los mit Straßenkämpfen, mit Banditen und so weiter, wie man es eben auch aus Fable 1 kennt. Und jetzt widmen wir uns quasi endlich mal dem Ernst des Lebens. Das Vorgeplänkel ist vorbei und Fable 2 beginnt so richtig. Ich freue mich drauf und ich hoffe, du auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.